Vor allem, keep it simple. Das Einfache ist meist das Geniale. Vermeiden Sie Anlageinstrumente, bei denen Sie einen Raketenwissenschaftler zu Hilfe brauchen, der Ihnen erklärt, wie das funktioniert. Denken Sie, statt zu rechnen. Der gesunde Menschenverstand ist meist der bessere Ratgeber als ein Zahlenfriedhof. Geduld ist eine hohe Tugend. Geben Sie sich eine langfristige Anlagestrategie, definieren Sie saubere Risikobudgets und dann brauchen Sie nicht hektisch in Kapitalmarktabschwungphasen reagieren. Und zu guter Letzt, eine alte Kamelle, aber streuen Sie Ihr Vermögen und nicht nur über Anlageklassen, sondern vor allem in Regionen. Ihr Geld soll dort arbeiten, wo die Zukunft stattfindet. Kapitalerträge müssen in der Realwirtschaft erwirtschaftet werden. Das passiert selten im Heimatmarkt. High-Yield-Anleihen sind für mich die hohe Schule der Anlagekunst. Sie liefern das langfristige Ertragspotenzial von Aktienmärkten bei deutlich geringerer Volatilität. Sie reagieren viel feinfühliger auf Veränderungen im fundamentalen Umfeld, während Aktien sehr oft auf pure Fantasie reagieren. Das wollen wir nicht haben. Wie wählen wir diese Anleihen aus? Das ist ein klassischer Top-Down-Prozess. Wir untersuchen Länder, Regionen, wir untersuchen Sektoren und wählen dort die besten Unternehmen aus. Das klingt jetzt mal sehr nach Aktien. Aber jetzt kommt das Herzstück des Prozesses, die Kreditanalyse. Letztendlich geben wir einen Kredit an ein Unternehmen und wir müssen feststellen, ob wir diesen dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch zurückbezahlt bekommen. Das ist wie Sie, wenn Sie zu einer Bank oder Sparkasse gehen, ein Darlehen beantragen, von denen auch durchleuchtet werden. Wie ich schon eingangs erwähnte, müssen Kapitalerträge in der Realwirtschaft erzielt werden, um nachhaltig zu sein. Diesen Bezug zur Realwirtschaft stellt der Bereich Infrastruktur idealtypisch her. Infrastruktur ist das Rückgrat unserer Wirtschaft, das Rückgrat unserer Gesellschaft. Das war übrigens auch schon bei den alten Ägyptern so. Für Anleger zeichnet sich Infrastruktur dadurch aus, dass sie weitestgehend konjunkturunabhängig ist. Weil telefonieren wollen wir alle, wir brauchen Krankenhäuser, wir nutzen Straßen, wir brauchen Energie. Insofern ist auch in schwächeren Konjunkturphasen sichergestellt, dass Anleger stetiges Einkommen, zum Beispiel über Zinscoupons aus Infrastrukturinvestments, erzielen können.